herzlich willkommen bei den Movie Cops Post-Birthday, wo wir ja mit dem Volume 13 mit unserer Glückszahl gefeiert haben. Ja, 13. Nein, nicht wirklich. Ich bin abergläubisch. Kann man 13 nicht auslassen und einfach sagen, das ist nicht 13 gewesen, sondern 14? Ja, too late. Too little, too late. Too nicht, little do, too late das. Können wir das nicht rückwirkend noch irgendwie ändern? Nein, okay, gut. Von mir aus. Bevor ich dich loslasse, deine Rubrik präsentiere, habe ich noch etwas. Ihr mögt euch vielleicht erinnern an einen gewissen Cedric Spozio und Benjamin Pippa. Wenn sie jetzt Blümchen gesagt hätte, ich gesagt, das kenne ich aus meiner Jugend. Ja, auch. Die haben wir damals in unserem Studio Away from Home im Highspeed. In weniger haben wir die getroffen gehabt und da haben sie uns ihren Kurzfilm Stalker vorgestellt. Ja, stimmt. Geil? Ja. Genau. Und die haben jetzt einen neuen Kurzfilm, wo auch wieder beide involviert sind und der Cedric sogar auch vor der Kamera. Der ist sogar noch kürzer. Der ist kürzer, ja. Da sind die einen Kurzfilm gemacht, da geht er gute 5 Minuten oder knapp 6. Also oder ein wie kurz Kurzfilm. Ja, wo man auf YouTube kann anschauen, den Link tun wir in Post zur Sendung. Auf moviecops.ch. Und der Film heißt auf Deutsch ausgesprochen Drohne. Ich glaube aber, dass man auf Englisch sollte aussprechen, weil auch der ganze Kurzfilm auf Englisch ist, übrigens. Wir denken international, das ist gut. Drone. Und brandaktuelles Thema. Drohne gibt es immer wie mehr am Himmel. Es gibt auch langsam, ich meine, Drohne sind ja wahrscheinlich mit der Grund, warum wir jetzt so eine Space Force irgendwie haben. Ach, der Donald. Dann kann er mit den Satelliten Drohnen abschießen. Das ist eigentlich ein Videogame aus der 80er. Aber so stellt er sich vermutlich auch vor. Das ist traurig. Und in diesem Film geht es eigentlich um einen Typ, um einen jungen Mann, wo erwartet wird an einer Grillparty im Wald, gemütlich mit Bierli, Bratwürstli, Grill. Und er ist offenbar zu spät, bekommt dann eine Nachricht, hey, wo bleibst du? Und er sagt, ich mache mich gerade auf den Weg. Und dann heisst es noch, hey, hast du übrigens die Kamera bekommen, ein Päckchen, ist das auch, bring das mit. Und dann sieht man, wie er ein Päckchen unter den Arm nimmt und will rausgehen und sieht dann aber vor seinem Fenster plötzlich eine schwarze Drohne schweben. Mit zwei roten Lichtern. Sieht sie noch auch groß. Sieht auch groß wie die bösen Roboter in Robocop. So ein bisschen. Also im Neuen. So rot, schwarz. Ah, jetzt muss ich mir überlegen, weil ich da meinst, okay. Und plötzlich ist die weg. Okay, dann geht er raus zu seinem Velo, plötzlich ist sie wieder da. Und das geht so hin und her, plötzlich ist sie wieder weg, kann das Velo nachfahrt, los, fährt durch die Welt, plötzlich ist die fucking Drohne vor ihm. Und wird dann von dieser Drohne regelrecht gejagt. Und mehr will ich gar nicht verraten. Weil jetzt hast du ungefähr schon 4 Minuten vom Film verraten. Nein. Was passiert denn genau? Schafft das an die Grillparty zu kommen? Und wenn ja, was ist mit dieser Drohne? Was ist deren ihr Ziel? Ist das eine Bedrohung? Was hat es damit auf sich? Und ich muss sagen, es hat eine gelungene Pointe am Schluss. Würde ich schon recht haben müssen grinsen. Ich finde vor allem die Optik, musikalische Untermalung, finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Was vielleicht die ganze Hektik von der Verfolgungsjagd wird natürlich auch mit einem entsprechenden Schnitt unterlegt. Dort finde ich es dann punktuell wiederum ein bisschen zu hektisch, dass Nachvollziehbarkeit in ein, zwei Momenten ein bisschen darunter leidet, aber da kann man drüber wegschauen. Im Großen und Ganzen ein gelungener Kurzfilm. Check it out. Ich gebe jetzt da nicht wirklich ein Urteil ab, sondern einfach eine Empfehlung. Schaut es euch mal an. Ich finde es ein gelungenes Kurzfilm, wo noch einen aktuellen Bezug hat. Ja, und dadurch wie es gerade zur Verfügung gestellt. Das ist auch gut. Und meistens sind übrigens die einfachsten Ideen die effektivsten. Das ist ja. Ganz nett. Und ja, damit. Der Film, den ich jetzt vorstelle, hat auch etwas mit dem Donald zu tun. Also, mit dem Trumpy. Nein, nicht wirklich. Aber ich will euch den 12 Strong vorstellen. Das ist ein US-amerikanischer Kriegsfilm, der sich auf 9-11 bezieht. Also den 11. September. Wir wissen es ja noch, die zusammenstürzenden Neubauten. Der ist aber mehr Bush als Trump. Ja, aber der Bush bezieht sich heute auch darauf. Ja, nein. Im Endeffekt, der Film fährt mit dem 11. September an und zeigt, wie ein paar amerikanische Soldaten das auch auf dem Fernsehen mitkriegen, was da passiert ist, unter anderem Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Pena. Und die sich dann gerade patriotisch dazu veranlasst fühlen, zurück zu ihrer Einheit zu gehen und sich freiwillig zu melden für jeden Einsatz, der jetzt gerade sozusagen ansteht. Weil sie zu viel Transformers geschaut haben. Ja, sind die richtig vermutlich, okay. Es ist wohlgemerkt eine wahre Geschichte. Also die Einheit hat es wirklich gegeben. Es geht nämlich wirklich um die erste amerikanische Einheit, die nach Afghanistan geschickt wurde, ist, um dort mit den Aufständischen gegen die Taliban, Al-Qaida, bla bla bla, zu kämpfen.
Also die zu organisieren und den ersten Angriff auf so eine Terroristenhochburg zu starten. Ja. Der Film ist eine Jerry Bruckheimer Produktion. Das sagt vielleicht schon so sehr viel aus über den Grundton, der vorherrscht. Ja, würde ich schon sagen. Es ja. wird nicht wirklich reflektiert. Also der 11. September wird es nicht hinterfragt. Und das ist jetzt einfach so. Das ist jetzt einfach ein Angriff von außen, wo die Amerikaner bewogen hat, sich sozusagen in den Krieg zu ziehen. Interessant, was ich am Film recht interessant finde, ist, er ist nicht so actionreich, wie man es jetzt könnte erwarten könnte. Er lässt recht viel Zeit mit der Planung und allem drum und dran, obwohl man ja eigentlich weiss, wo es angeht. Und sie sind, also die eine, die ist übrigens auch noch bekannt worden, weil sie auf Pferd unterwegs gewesen sind. Also sie werden als Horse Soldiers, also Pferdekrieger bis heute. Das heisst, die Strong sind eigentlich Dresser. Ja, vermutlich. Ja, vermutlich. Ja. Nein, die eine hat aus 12 Männern bestanden. Also sind wirklich 12 Männer sind da angeschickt worden, Rösser. Um sich... Ja, nein, die haben die Rösser dann dort von den Einheimischen gekriegt. Ja. Ja. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist recht Pathos. Also der Film hat recht viel Pathos. Er ist recht auch patriotistisch in dem Sinn. Natürlich. Der Chris Hemsworth ist in diesem Kontext gehört es aber auch. Ja, genau. Der Chris Hemsworth ist voll der Mittelpunkt. Lustigerweise ist eigentlich noch, dass er Australier, Amerikaner spielt. Der Michael Shannon ist noch dabei, wo man sagen muss, so ein Charakterschauspieler ist in so einem Film natürlich komplett verheizt. Und so ist es auch im Endeffekt. Also man muss den Film nicht wirklich wegen Michael Shannon schauen. Genau das gleiche ist auch wegen Michael Pena. Der hat auch nicht wirklich so viel zu tun. Die sind halt in diesem Team dabei. Aber kommt am Schluss wenigstens der Bruckheimer Bums? Nein, nicht wirklich. Nein, es gibt keinen Bruckheimer Bums. Im Endeffekt, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, natürlich, doch, da gibt es. Am Schluss, okay. Es gibt eine recht beeindruckende Schlusskriegsszene. Also, das hast jetzt du gemeint? Ich will es nicht wissen. Keine Ahnung. Es ist recht aufwendig produziert und inszeniert. Aber im Endeffekt bin ich halt schon da geguckt und gedacht, man weiß, was angeht. Man kennt die ganzen Stilmittel, alles drum und dran. Es ist okay, aber wirklich mitgerissen hat es einem nie. Auch in der Kriegsszene bist du nie wirklich so, ja. Vor allem, es ist ja recht sicher. Gut, das bin ich bei Kriegsfilmszenen eigentlich. Ja, nein, aber es gibt Kriege, wo du wirklich mit den Leuten mitfieberst. Auch wenn der Chris Hemsworth schon gerade am Anfang sagt, allen verspricht, ihr kommt alle leben zurück, dann weißt du ziemlich sicher, wo es angeht. Weil genau das Versprechen, es ist jetzt kein Spoiler, es ist so, das Versprechen löst auch ein. Sie kommen alle leben zurück. Ja, das erwartet das eigentlich. Das war dann, aber in Wirklichkeit sind die alle ja wirklich lebend zurückgekommen. Aber wenn ich es vergleiche mit einem anderen Kriegsfilm, wie so mit dem Lone Survivor, mit Mark Wahlberg, da ist um einiges intensiver. Da bist du um einiges mehr dabei, wenn es rund geht. Da hockst du einfach da und denkst, okay, aufwendig gemacht, gut, aber ja. Chris Hemsworth eben, guter Hauptdarsteller, gefällt. Der Film selber ist solid, ist an der Kinokasse auch nicht so toll. Gelaufen ist übrigens recht artverwandt mit dem 13 Hours von Michael Bay, wo er eine ähnliche Geschichte erzählt, der aber übrigens auch um einiges packender inszeniert ist als The 12 Strong. Trotzdem ein solider Film, darum beantrage ich 3 von 5 Handschellen. Gut gemeint. Aber man muss natürlich die Art von Film mögen. Also man muss nichts gegen US-amerikanischen Patriotismus, bla 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 und so. Ja. Man muss es halt mögen, wenn man damit kein Problem hat und so und eben nicht gerade sagt, man will wegen dem der Transformers beitreten. Macht der Spass, kann man sich antun. Okay. So, war jetzt Zeit, er will den 12 Strong gewinnen. Wir verlosen den Film 2-mal als Blu-ray. Ich möchte eine einfache Frage beantworten. Nennt uns doch den Donner, also den Namen vom Donnergott, der Chris Hemsworth in den Marvel-Film spielt. Ui. Das ist machbar. Das ist machbar. Der Hipster. Der Hipster, genau.